Nach 45 Minuten Autofahrt von Seattle aus überschreiten wir die Grenze zu Kanada und gelangen nach Vancouver. Davor machen wir noch einen Halt an einem Touristeninformationszentrum und nehmen Informationsmaterial über Vancouver mit. Wir spazieren jetzt die Water Street entlang. In ihr befindet sich die weltbekannte, im Jahre 1977 im antiken Stil erbaute und mit Dampfkraft betriebene Uhr. Sie gibt die Uhrzeit mit Pfeifen bekannt. Ja, wir treffen um 12 Uhr ein und hören die Uhr pfeifen, die mit Dampfkraft angetrieben wird. Vancouver ist eine Stadt im Südwesten British Columbias. Sie grenzt an die Westgrenze Kanadas. Sie gehört zum Regionaldistrikt Metro Vancouver, der mit über 2,4 Millionen Einwohnern die größte Metropolregion Westkanadas ist. Nach Toronto und Montreal ist Vancouver die drittgrößte Stadt Kanadas. Die Entstehung der Stadt ist auf die Einwanderungswelle in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts während des Fraser Canyon Goldrausch zurückzuführen. Die Canada Places, die ein bekanntes Kongresszentrum hat, ist ein gern aufgesuchter Ort. Auf der Durchfahrt durch Vancouver widmen wir uns den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Das Chinatown nehmen wir jetzt genauer unter die Lupe. Zu Vancouver gehört auch der Stanley Park.
Er ist ein Erholungsgebiet und der größte Stadtpark Kanadas. Sein Innenbereich beherbergt eine beachtliche Flora und Fauna, Wasserparks und das beliebte Aquarium von Vancouver. Diese Totempfähle der Felsbastion sind Reproduktionen derjenigen, die einst hier in der Nähe von Brockton Point standen. Jetzt fahren wir über die Lionsgate Bridge auf die gegenüberliegende Seite von Vancouver, auf der uns eine schöne Sicht auf die gesamte Stadt erwartet.